Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit dem Voucher und mit unserer Nebenlesser. Mittlerweile 8.35 Uhr, ich bin gleich fertig hier mit dem zweiten Block. Das heißt, wir haben dann unseren Fluchtweg angelegt. Wir können dann hier rein verschwinden in den Turm, ganz nach oben klettern. Sollte uns auf jeden Fall den Arsch retten, wenn es mal wirklich knapp wird. Wobei ich glaube, Nacht 14 wird nicht ganz so übel. Mein Game Stage ist ja jetzt nicht so super hoch. Wir gucken gleich mal, welchen Wert wir da aktuell haben. Er ist auf jeden Fall um einiges höher als in der letzten Nacht. Bams, wir sind drin. Wir sind drin. Habe ich die vergessen, Leute? Habe ich die vergessen? Das sieht so aus, als ob ich die eine Kiste hier vergessen hätte. Ah ja, guck mal. Sehr cool. Ich nehme an, dass ich die vergessen habe, ne? Ja, gut, das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, aber das haben wir jetzt schon mal hingekriegt. Das ist sehr, sehr cool. Bis ganz nach oben flüchten. Und hier ist dann mehr oder weniger die Tür drin. Habe ich gerade die Möglichkeit, eine Türe zu bauen? Ihr seht schon, ich habe da Acker reingeschrieben. Ich bin nämlich... Eine Eisentüre kostet mich 10 geschmiedete Eisen. Das kann ich mir im Moment nicht leisten. Nehme ich mal so eine und dann werten wir die vielleicht später irgendwann nochmal ein bisschen auf. So, die brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nö. War schon so. So hätte ich sie schon gerne. So. Sehr, sehr cool. Halt! Was machst du denn? So, sie hat zwar nur 300 Schutz, aber es ist ja auch nur, dass wir flüchten können. So. Huch! Das passiert. Das war klar, dass es irgendwann passieren muss, ne? So, meine Lieben, jetzt lass mich mal ganz kurz... Boah, Lille! Zieh ab! Boah, bin ich jetzt erschrocken schon wieder mit dir? Hab ich mein Messer dabei? Nee, aber das könnte ich vielleicht kurz... Nee, ich hol's jetzt nicht. Ich baue den jetzt mit der Axt ab. Der hat mich jetzt was erschreckt. Alter. Ne, wie wir festgestellt haben, wenn du die Viecher brauchst, findest du nicht. Und wenn du sie nicht brauchst, kommen sie. Das wird nicht der letzte gewesen sein heute. Ja, komm her, Digga, du bringst ja auch Punkte. Bist du der Einzige deiner Art heute? So. Steh ruhig auf. Hey, geil, unser Graben. Freue ich mich jetzt voll. So, du bist kaputt, ne? Alter, der erschreckt. Also das passt. Die Tür ist drin. Das ist drin. Dann wollten wir hier auf jeden Fall noch kurz fertig schippern. Das mache ich jetzt auch noch eben. Das machen wir jetzt. Und ich will ja das Haus noch looten drüben, ne? Und Holz und so. Das machen wir alles dann in der Nacht. Die Spikes vorbereiten. Bolzen für die Armbrust vorbereiten heute Nacht. Denn die Hortenacht steht unmittelbar bevor. Eine Nacht haben wir noch eine gechillte. Wahrscheinlich die morgige Runde dann. So, muss ich mal kurz... Hier. Was war denn da? Hat es gerade so ausgesehen, als hätte es geblubbert. Ach, das sind die kleinen Erdbröckelchen, die da wegfliegen. Ich dachte gerade, was stimmt denn da jetzt schon wieder nicht? So, komm, das machen wir jetzt kurz fertig. Dann haben wir da auch schon mal einen Haken dran für später. Lumlilum. Und ich will mal ganz kurz schauen, ob ich nicht irgendwie die Möglichkeit habe... uns Kaffee anzusetzen. Müsste doch normalerweise schon drin sein, oder? Kochen könnte ich ihn. So, meine Liebe. Das sind wir jetzt ziemlich auch gleich mal fertig. Aber hier kriegst du keinen Block rein, wenn ich das richtig sehe, ne? Lass mal gucken. Nee, du kriegst aber hier einen rein. Hier einen. Hier einen. Dann musst du da noch ein bisschen aufbohren. Der da. Schumdidum, schumdadidum. Und da unten auch nochmal ein bisschen. Und Schwibbel. Ja, das kann von mir so bleiben. Hier musst du auch nochmal ein bisschen rausgraben. Ne, da hab doch, einer ist noch da. So, wie gesagt, ich lege ja hier diesen Schutz. Gerade ein bisschen. Das kann aber an dem Block liegen hier. Ich lege ja hier gerade das ganze Ding erstmal für die nächste Nacht an. Das wird aber insgesamt noch mehr. Hier gebaut, ne? Weil da jetzt schon ein paar geschrieben haben, oh, das bringt das so nichts, das ist ja nicht fertig. Das wird dann mehr oder weniger für die nächste Hordenacht noch einmalig unser Schutzbunker hier werden. Weil ich glaube nicht, dass wir zu Hause, also in meinem neuen Zuhause, das ich mir dann am Tag 15 organisieren werde mit euch. Da werden wir wahrscheinlich dann noch nicht so viel Schutz haben bis zur ersten Hordenacht, ne? So, das darf hier und hier. Dann müssen wir hier nochmal eine kleine Feinheit raushebeln. Ja. So, ich ziehe das jetzt einfach mal außen rum. Ah,
Manchmal braucht es also ein paar Minuten, bis es durch ist. Ja, wir müssen uns jetzt auch gleich nochmal stärken. Okay, hast du deine Dinger verbraucht. So, Cobblestone zu Flagstone umbauen, da brauchen wir nochmal einiges. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Der Graben ist auf jeden Fall durch, so wie ich es mir vorgestellt habe. Der zweite hier vorne, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Das heißt, die Spikes kommen hier erstmal ebenerdig dann dran. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nach oben. Ich will mal gucken, ob ich den Gebietsschutzblock ausbekomme. Und dann habe ich natürlich heute noch die ehrenvolle Aufgabe, mit euch das Häusle hinten freizuräumen für ein bisschen mehr Loot. Ne, dieses hier, das da drüben, das möchte ich heute noch machen. So, ich mache mal die Butze auf. Jetzt muss ich aber ganz kurz durchschauen. Lass mal kurz schauen. Nahrung. Farmplot. Den möchte ich kurz herstellen. Und zwar so viele Farmplots, wie wir Kaffeesamen haben. Lass uns mal kurz durchlinsen. Okay. Ein Kaffeesamen. Ein Kaffeesamen, aber ich würde fast sagen, dass wir uns einen Maiskolben... Ne, wir machen gleich mal zwei Maiskolben, dass ich so ein bisschen reinkomme. Gut, was brauche ich denn für diesen Farmplot? Holz hätte ich schon mal einstecken. Ich habe auf jeden Fall genug lebige Erde dabei. Ich brauche 75 Nitrat und 30 verrottetes Fleisch. 75 Nitrat? Ah, ich habe nicht so viel verrottetes Fleisch, glaube ich. Das ist aber nicht so schlimm. Nitratpulver habe ich leider auch nicht so viel. Wo fahrt denn das ganze Zeug rum? Wir hatten das doch alles schon über... Kann das sein, dass ich das daheim noch habe wahrscheinlich, gell? Ja, das sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob ich den ersten Farmplot bauen könnte. Nee. Uns fehlt noch Nitratpulver und verrottetes Fleisch. Für den ersten hätte ich. Also Nitratpulver. Dann lass mich mal ganz kurz die Sachen separat hier rüberlegen. Da möchte ich auf jeden Fall die Gartengeschichte angehen. Ne? So, so und so. Das verrottete Fleisch kommt ebenfalls hier rüber. Und das Nitratpulver. Wir gehen ja jetzt eh gleich auf Tour. Wir gehen jetzt eh gleich auf Tour. So, und dann haben wir da hinten die Kiste gehabt. Ich räume gerade mal so ein ganz kleines bisschen was weg schon. Die können rüber. Dann haben wir neues Leder dazu bekommen, was ja nicht schadet. Das wäre das organische Zeug. Lehm nehme ich jetzt mal mit. Stein nehme ich auch mit. So, das hier lasse ich mal noch drüben zum Aufwerten. Das kommt ebenfalls hier rein. Da kümmern wir uns dann später drum. Die Dietriche. Ja, mal ganz kurz ein bisschen Zeugs wegräumen, wenn wir jetzt gleich auf Tour gehen. Die kommen hier dazu. Wo habe ich denn die schon wieder her? Wo haben wir die schon wieder her gehabt? Das weiß ich auch nicht mehr. So, und jetzt könnte ich eigentlich parallel schon mal ein paar Flagstone machen für die Mauer. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar alle. Die machen wir auch alle. Die kommen jetzt hier hoch, die kommt hier runter. Wenn ich da drüben looten will, ist soweit alles klar. Lumlilum. Ja, wir dürfen nur tagsüber nicht allzu lange hier uns aufhalten. Sonst ist die Zeit zu verschwendet, gell? Das machen wir hier hin, das bleibt hier. Glaskrug nehme ich jetzt mal mit. Die Dinger nehme ich auch mit. Fleisch kann hier rüber. Die trockene wegladen, können auch darüber. So, gehen wir jetzt einfach mal raus und machen das Haus als nächstes. Dann kriegen wir ein bisschen Loot, ne? Ah ja, den Gebietsschutzblock, siehst du? Aktiv, Gebietsschutzblock. Zum Benutzen E drücken. Ich habe einmal E gedrückt. Zack, ist er aus. Sehr gut. Kann ich ja immer wieder anmachen, wenn ich Bock habe. So, meine Lieben, jetzt ohne runterzustürzen. Hier kurz runter. Da habe ich aber übrigens auch mal ein bisschen Muffe. So, Zeitsplitting ist unser aktuelles Thema. Jetzt gehen wir darüber, bis die Blocks fertig sind. Dann bauen wir die natürlich heute gleich auf. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auf der Mauer zu laufen. Die wird ja doppelt dick, ne? Die bleibt jetzt nicht so. Nur für die erste Nacht. Dass, wenn wir die rum haben, dann reparieren wir aus, was wir reparieren müssen. Und dann wird hier weiter gebastelt. Und parallel bis zur 21. Nacht da drüben der Bereich gesichert, den ich sichern möchte. So, jetzt machen wir das hier ganz im Stile von... Die müssten doch uns jetzt eigentlich gehört haben, oder? Oh, und ihr habt gesagt, ich soll Heuballen mitnehmen. Wenn ich mir die unten reinlege, dann kann ich nicht mehr runterfallen, weil es keinen Fallschaden gibt, richtig? Das sieht jetzt aber nicht so aus wie... Was ist denn das? Das war jetzt wegen Panik, ne? Eine Schlange. Wo ist der Zombie, den ich da jetzt gerade höre? Au, da kommt sie. Was ist denn das für eine? Die habe ich noch nicht gehabt, Leute. Oh, die ist ja gruselig.
das wieder eine, wo viel Punkte bringt, oder? Die hat's. Oh, geil, und Nutrop kriegen wir auch noch geschenkt heute. Den holen wir. Muss nur das Madamle hier kurz wegmachen. Du bist ja noch nicht tot, steh nochmal auf. Oh, was ist denn das für eine Üble? 413 XP nur. Ist nichts Besonderes, ne? Sie sieht aber sehr besonders aus. Da oben hat es auf jeden Fall noch Zeug für uns. So, was habt ihr gesagt? Hier kriege ich da Stein. Gut, da ist nichts mehr. Hier kriege ich was. Das müsste ich mit der Schaufel wegmachen, richtig? Level 8 haben wir jetzt auch noch. Ja, dann wird die Horde-Nacht vielleicht doch ein bisschen knackiger als die letzte. Ach, guck dir das an. Das Stück hier hat sich versteckt. Immer schön hinhören. Eine Toilette. Eine Toilette. Ernsthaft. Ich nehme die Heuballen mal mit. Und Zement brauche ich sowieso, weil irgendwann werden wir einen Mischer haben und dann kann ich mir nämlich Richtung Bettung alles herrichten, was ich haben möchte. Ne? Deswegen nimm es mit. Die lasse ich jetzt mal so stehen. Da geht es nach oben. Das Licht zeigt dir den Weg. Das habe ich von euch auch schon gelernt. Ich nehme das jetzt mit. Wir müssen jetzt eh gleich rüber. So, ich trinke einen Schluck. So. Material gäbe es jetzt hier auch noch genug, gell? Die zwei Abfallhaufen haben wir. Das Holz brauche ich jetzt nicht. Jetzt gehe ich hoch und gucke, was da oben noch ist. So, Leuchte. Danke für den Hinweis, wo ich hin muss. Hier, guck's dir an. Eine Lootkiste für uns. Und da hinten hat es auch noch jede Menge Zeug. Sehr schön. Der Wolf wieder, ne? Steel Armor Parts. Haben wir jetzt schon ein paar gefunden, gell? Schade, dass kein Ei drin war. Durchsuche Benzinfass. Benzinfass hat Benzin gebracht. Oh, da musst du aufpassen. Hier, die sind morsch, die Teile. Kleber, sehr geil. Und eine Kühlbox. Bier. Sehr cool, dass da Bier drin ist. Metall, ne? Alles klar. Dann habe ich doch jetzt, glaube ich, soweit alles, weil das Durchbrochene hier führt mich nur nach unten. Gelootet haben wir alles. Dann war jetzt das nicht so ergiebig, wie ich gedacht habe. Das sieht so aus, als ob da oben noch was wäre. Komm mal her, ich kann ja mal kurz gucken. Da komme ich doch bestimmt hoch. Auf den Balken, oder? Okay. Ja, tatsächlich. Hat's nochmal Vogelnestle. Und hier halt noch so Müllzeug. Ja, was ich jetzt gar nicht mehr weiß, ist, wo ich das Nitratzeug jetzt geschwind herkriegen soll, wenn ich das haben will. Papier war das. Nö, das war's. Können wir runter hier wieder. Nicht ganz so ergiebig wie gedacht oder erhofft, aber ist egal. Wir haben es auf jeden Fall durchgeschaut, würde ich sagen, oder? So. Doch, Nitratpulver gab es draußen auch als Rohstoff. Guck mal. Hätte ich mal das Messer mitgenommen. Egal, das langt jetzt so auch erstmal. So, meine Lieben. Da ist mal hellhörig in dem Spiel, leg dich am Arsch. Da hat es noch mehr so Zeugs hier rumliegen. Ich meine, das kann man ja mitnehmen, wenn man will. Zum Aufwerten ist es nicht schlecht, zum Einschmelzen ist es auch noch in Ordnung. Aber ich glaube, wir holen uns eher die Lootkiste, Klammer. Ja, das machen wir jetzt auch. Ich bringe nur ein paar Sachen noch kurz zurück. Ich wollte jetzt hier nochmal außen rum, genau deswegen. So. Und da sind immer diese Metalldinger, ne? Wo ich praktisch richtig viel Metallzeug rausbekomme. Hier. Ja, die lohnen sich, wenn man die abbaut. Aber guck mal, der Kollege da hinten. Bist du allein? Ne, da liegt noch einer. Vielleicht kann ich ja den als erstes hier.
Hier nochmal auf. Ja, dass du mitkommst, ist mir schon klar. So, dich habe ich. Den da hinten, den nehmen wir jetzt nämlich. Das nehme ich mit, das kann ich dann daheim abbauen. Da ist noch ein Schreibtisch. Ah, oh, die sind zu zweit. So. Dass der nochmal aufsteht, war fast klar. So, mein Freund, tschüss. Tschüssikowski. Ah, den muss ich dann abbauen, oder? Ne, ich kann durchsuchen. Naja, besser als nichts. Das könnten wir jetzt hier auch alles verwerten, wenn wir wollten, aber das müssen wir jetzt nicht. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen, wo die jetzt herkam. Bämsle. Die Tür will ich natürlich jetzt gucken. Da guck mal jetzt rein, oder? Wie viele sind's? Zwei oder drei? Wir brechen jetzt gleich durch, da warte ich jetzt, kenne ich nix. Sehr, sehr geil. Gut, und dann kümmern wir uns jetzt wirklich noch um die Defense-Folster, ne? Dass wir nicht nachher wirklich dastehen, weil jetzt haben wir mittlerweile ein Game Stage von 13. Ich weiß, es ist auch noch nicht allzu hoch, aber höher als letztes Mal. Kommt die jetzt hier raus, oder? Zwei sind's Minimum, wenn nicht sogar drei. Ich stelle mich mal hier schon hin. Das war nichts. Das war eigentlich auch nichts. Ein Headshotler wäre da gescheiter gewesen. So. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt die wirklich mal abbauen würde? Kommt da irgendwas raus, wenn ich lang genug drauf hau? Es war mal irgendwann so, glaube ich, gell? Nee, ich weiß es nicht. Kann ja bei einer von euch sagen, ob in der Alpha 18 da auch noch was rauskommt bei. Oh, Kumpel. Wasteland Treasure Volume. Gut, das müssen wir uns dann wieder heute Nacht reinziehen. Sollen wir nochmal mit den Lockpicks probieren? Oder wieder mit der Axt hier drauf? Das dauert halt ewig. Komm her, ich hole nochmal geschwind Lockpicks. Dann wissen wir es, weil ich habe noch nie eine aufgekriegt damit, ne? Du musst aufpassen, wenn du solche Hüpfer machst. So, Leute. Den Safe machen wir noch auf. Dann holen wir uns noch die Kiste und dann ist wirklich vorbei mit rumlaufen. Die Bäume wachsen schon langsam an. Und Nitratpulver muss ich noch besorgen. Hauptsache zugemacht. Wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr. Die Zeit, die verschwindet halt, ne? Aber ist egal. Ich gucke kurz nach dem Ding. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. So, hier kurz aufgemacht. Warum bin ich rüber? Wegen den Lockpicks zum einen und zum Ausräumen geschwind, ne? Halt mal, wir haben ja die Ankommenkiste extra deswegen gebaut. Und das war, glaube ich, ihmchen hier, ne? Ne, das ist die Rohkiste. Die Ankommenkiste ist die da. Da schmeiße ich jetzt alles rein, was ich erstmal nicht so wirklich... Also die Heuballen, die verwerten wir später. Das können wir dann später alles aufräumen. Das auch, das auch, das auch. Das auch, das auch, das auch. Stuhl beim Auseinanderbauen. Dann Bier, Kleber... Die Geschichte. So, und dann brauchen wir die Lockpicks. Die habe ich wo gespeichert? Hier oben 10 Stück. Und dann gehen wir jetzt direkt los. Vielleicht schaffen wir die Kiste noch. So. Und da wollen wir dann Heuballen drunter setzen, haben wir gesagt, gell? Falls ich mal runterfliege. So. Also, Kompass. Jetzt gehen wir rüber, machen den Tresor auf. Dann verschwinden wir kurz und versuchen, diese Kiste vom Flieger zu kriegen. Und... Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, dann setzen wir die Mauer noch. Wie viel Flexstone? 190 Flexstone. Das ist ja schon mal eine Geschichte. Da unten kann man vielleicht auch mal irgendwann noch reingucken. So. Zombies haben wir ja hier alle weggemacht. Das hat sich auch gelohnt. Skillpunkte vergeben wir heute Nacht. So.
Normalerweise kriegen wir es immer zu einem Viertel mit einem, ne? Ist da vorne ein Geier geflogen? Ne, da ist ein Zombie im Hof. Oder ist es nochmal ein Wolf? Hinten durchs Fenster sehe ich ganz leicht irgendwas rummachen. Wow! Bämsle. Und wieder ein Haufen Zeug. Gold Nuggets. Woodsplitter-Mod haben wir wieder. Chuck, do it! Wow, wie geil, wir haben's esse. Ohne dass ich's bauen muss. Oh, schön. Da gucke ich mal, da bauen wir uns Munition für das Teil, oder? Oh, da freue ich mich gerade tierisch drüber. Wird man gehört haben, gell? Oh, schöne Geschichte. Oh, wie weit ist denn das da drin? Wo ist denn der Abwurf? Boah, Leute, ist das weit, oder? Das schaffe ich jetzt nicht. Bis wir dort sind und zurück sind, ist es. Wir gucken, dass wir den morgen holen. Machen wir lieber jetzt hier noch ein bisschen weiter. Den holen wir morgen. Den holen wir morgen ran. Wir haben Junk Turret. Da können wir gleich mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe. Der Wolf will da rein ins Haus. Ob ich es schaffe, heute Nacht was zu bauen, dass wir den schon zum Einsatz kriegen. Ja, ich wollte eigentlich auch Kaffee anpflanzen, ne? So, lass mich mal ganz kurz jetzt gucken. Da gab es dieses eine Ding, wenn ich das abbaue, kriege ich doch normalerweise die Ressource, die ich gerade brauche, ne? So, komm mal her, wir laufen mal ganz kurz hier über die Felder. Alter, das Junk Turret, wie gut. Da freue ich mich drauf, wenn wir das testen. Das wird cool. Das hier war Metall, ne? Da ist nur ein Steinaufbau offensichtlich. Sah kurz so aus, als wäre da Metall dabei gewesen. Das ist aber nicht das, was ich gemeint habe. Hier haben wir Müll, den ich offensichtlich noch nicht gesehen habe. Leer. Da drüben ist noch so Erzl gewesen immer. Und da liegt auch noch mal Müll. Den hast du schon weiter. Holz müssen wir noch einsammeln für heute Nacht. Er ist eigentlich auch nur so Steinzeugs. Ja, das müssen wir jetzt alles nicht da. Das machen wir dann wann anders. Das machen wir dann wann anders. Nee, weil ich jetzt gerade am Überlegen bin, ich weiß nicht mehr, wo ich das Nitratpulver herbekomme. Ich weiß nicht mehr, wo ich das abgebaut habe. Es war aber, es gab hier einen so ein Rohmaterial, an dem habe ich es gewonnen. So, pass mal auf. Schraubenschlüssel, hast du den rausgeschmissen daheim jetzt? Das ist natürlich wieder bescheuert. Ja, das war aber auch nicht das, was ich gesucht habe. Da hinten ist wieder ein Wolf. Und ein Zombie. Ach, die kämpfen sich gegenseitig. Das ist ja super. Dann macht es mal. Kann man sich einen Wolf zähmen? Ne, wir gehen zurück. Ist das der hier ums Eck war oder ist das noch ein anderer gewesen? Weißt du, dass der hier so rumgebissen hat? Früher oder später habe ich den eh im Gesicht, ne? Das war das Zeug. Das war das Zeug. Ich weiß nicht mehr, wo ich es herbekommen habe. Scheiße. Schade. Dieses Nitratpulver, Mensch, was haben wir denn da abgebaut gehabt die ganze Zeit? Das hier wird Stein sein, ne? Das ist Stein. Dann haben wir hier die Mülleimer. Die lasse ich ja liegen, weil wir die ja wieder wollen. Das war Metall. Kann es sein, dass es beim Auto abbauen war? Es gab einen Erz, da habe ich es gewonnen, ganz viel. Da habe ich nämlich mal drauf rumgeklopft und habe dann gesagt, muss ich mir merken. Nur weiß ich natürlich nicht, wo die Erze sind. Hier sind ja noch ganz viele Autos, die ich noch nicht habe. Hä, klar, wir haben ja die City noch nicht wirklich durchgegruschelt. Da hat es noch einiges, Leute, was wir abziehen können. Egal, ich hole jetzt ein bisschen Holz, dann mache ich das in der Nacht, was ich vorgehabt habe. Und dann holen wir morgen das Nitratpulver. Dann gucke ich nämlich jetzt beim Folgenwechsel geschwind. Und dann passt es wieder. Was ist denn, wenn ich das hier auseinander? Das kann man nicht zerlegen.
Okay, das kann man nicht zerlegen. Dann ist es das auch nicht, ne? So, komm, wir holen Holz ran. Nicht, dass ich heute Nacht daheim sitze und nichts hab. Da drüben ist ein Baumstumpf. Den hole ich uns auch gleich. Ja, dann machen wir das jetzt so, ne? Dann holen wir morgen dann bei Tag 14 das Pulver und setzen dann noch geschwind den Kaffee oben auf. Weil ich jetzt echt nicht mehr weiß, wo die Dinger waren, die ich da abbauen wollte. Hör in deine Umgebung. Ja, langsam. Ich glaube, der geht vor hier, ne? So, wie sind meine Vitalwerte? Ich muss mich wahrscheinlich eh gleich stärken. Ausdauer ist runter. Nahrung, Wasser können wir auf jeden Fall. Flasche Wasser. Den Rest muss ich daheim erstmal auffüllen. Ja, wir müssen auch ein bisschen kochen dann heute, ne? Und, ist ein Dings dabei, ein Honig? Nee. Aber ist ja immer random, ne? Ja, aber jetzt haben wir den Graben fertig. Jetzt ziehen wir noch kurz die Mauer zusammen. Dann gehen wir wahrscheinlich her und fangen an, weiter außen rum zu buddeln. Morgen früh setzen wir die Spikes. Dann ist das schon mal da. Wir haben einen Schutzweg, also einen Weg zur Sicherheit, den wir überbrücken können. Falls sie uns überrennen. Das könnte sein, dass es das hier war, das ich gemeint habe. Oder ist das eine Metallerz? Ne, ist Blei, gell? Ne, das sah so anders aus. So kristallig, glaube ich. Das war das nicht, was ich gemeint habe. Das ist dann wieder der Stein. Ja, gut. Ist jetzt nicht so wild. Da, guck mal, wie ich plötzlich Baumstümpfe finde. Das ist aber schön. Jedes Mal eine Chance auf einen Honigler. Ja, da war ein Honigler drin. So, ich renne jetzt hier einfach mal weiter. Da drüben ist nochmal Müll. Achso, ja, und die Dinge wollte ich auch checken, ne? Die Armbrustbolzen. Nehmen wir aber erstmal normale. Dann werden wir mit der Armbrust die Horde nachmachen. So. Die ist, glaube ich, gescheiter, oder? Als der Bogen. Hier ist nichts. Den hacke ich kurz weg. Wir könnten schon die ersten Holzspikes durchlassen. 190 Mauerstücke habe ich. Die werden wahrscheinlich knapp werden für das, was ich da bauen will. So. Ja, machen weg. Ein Schlag noch. So, schade, dass ich das Ding ist da vorne. Das könnte sein. Wir gehen nochmal gucken. Baum ist weg. Ne, ist auch wieder nur dieser normale. Aber der hat ja auf jeden Fall Eisen mit drin, ne? Die werden wir die Tage dann einmal abbauen alle. Das brauche ich jetzt nicht, sondern mir wären die anderen Sachen jetzt erstmal wichtiger. So. So, noch einmal grob außen rum. Einen Baum nehme ich noch mit und dann gehen wir kurz heim und setzen die Mauer. Ich glaube nämlich, das war hier, was ich suche. Mal Federn. Je mehr Federn, desto mehr Dinger. Ist schon mal cool. So. Das ist Kohle, gell? Ja, den baue ich kurz ab. Kohle als Brennstoff, das passt ja. Kohle habe ich, glaube ich, noch nie so rumliegen sehen als Erz. Nehmen wir mit. Sehr gut. Da wollte ich noch kurz ums Eck schielen. Keine Eier, ne? Ich finde fast keine Eier. Da drüben ist nochmal ein Bröckele, das wir untersuchen können. Also nicht den, sondern den da drüben. Müll. Hier waren wir schon. Das sind die Metallstreben, das ist soweit klar. Ne, die war wieder Blei, gell? Langsam, Spatzel. Ich bring dich jetzt nach Hause, dann machen wir die Mauer schon fertig. So, Leute. Heimwärts. Es zieht uns nach Hause. Kann ich die nicht normalerweise... Nicht so, was machst du denn? Nimm die da. Ich hab schon drauf geschossen. Ja, guck mal, jetzt haben wir noch mal ein paar Federn abgezogen. Morgen holen wir uns da hinten ist noch mal was. Morgen holen wir uns den Loot-Drop. Und dann ist gut. Und dann gehen wir in die Horde-Nacht. Ganz gemütlich. Allerhaupt, gehen wir rüber, machen die Mauer noch fertig, geschwind. Ich dachte, der lag da. Ich habe das wohl... Der da, ist es nicht der, den ich gemeint habe? Nee, das ist wieder Blei, gell? Oder... Doch, da ist es. Da kommt Nitratpulver raus. Geile Geschichte. Oh, da bauen wir unseren Kaffee noch an. Wenn ich den abbaue, ist er weg, ne? Der droppt dann nicht wieder. Oder der spawnt da, glaube ich, nicht wieder.
Ah, herrlich, dass wir das gefunden haben. Jetzt erfreue ich mich. Die werde ich in Zukunft, jetzt weiß ich ja, dass ich damit die Blumenbeete baue. Ey, dann machen wir das jetzt so. Gehen wir kurz rüber, bauen oben das Kaffeebeet hin und dann ziehen wir noch bis 22 Uhr Mauer. Und über Nacht stärke ich mich wieder. Wir werden die Spikes bauen. Holz habe ich ja ein bisschen jetzt, ne? Ja. Dann können wir nämlich morgen früh aufspiken. Ein Wolf rennt jetzt hier noch irgendwo rum, den ich nicht sehe. Ah, ist egal, der kommt schon da früher oder später. Dup, du, wie du war, dup, dup. Hätte man da eine zweite Tür gebraucht? Nicht unbedingt, gell? Nicht gezwungenermaßen. So, komm her, ein Farmplot wenigstens. Für einen Kaffee. Nee. Hoppla. So. Weiß jetzt nicht, ob ich da nochmal eins wegschlagen muss und mich dann hochframe besser. Wenn wir mal gucken, weil die bauen ja sich auch übereinander auf, ne? Aber ich will die ja bekämpfen in der Hordenacht. Also am Anfang jetzt, wenn es noch nicht 100 Stück sind, glaube ich, brauche ich da noch nicht so drauf achten. Ich werde es aber dann auch lernen, falls es anders läuft. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir nochmal her, ziehen das hier alles nochmal rüber geschwind. Und jetzt sollte das doch möglich sein für mich, dass wir. Ja, ich kann den bauen, Leute. Und für den nächsten fehlt mir jetzt nur noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Das kriegen wir auch noch. So, wo ist der Farmplot jetzt? Ist der noch in der Mache? Ja, erlaub. Geh mal hoch. Ich nehme jetzt mal an, dass ich das Ding gehalten kriege über Nacht. Ich setze den jetzt einfach mal spaßhalber dahin. So. Und jetzt müsste das normalerweise so sein, dass ich einfach den Kaffee tatsächlich. Und ich glaube, der braucht nur Sonnenlicht. Man muss es nicht gießen. Und er hat verschiedene Wachstumsphasen. Vielleicht sehen wir tatsächlich von dem Kaffee schon was. Behalten wir im Auge. Geile Geschichte. Dann lass uns noch mal runter. Das werden wir dann nach der Nacht 14 hier oder morgen, wenn wir noch Zeit haben, aufbauen, dass ich mir da die Strohballen hinlege. Ne? So, 190 von denen. Jetzt pass auf. Jetzt ziehen wir erstmal das so außenrum. Ja, mit irgendwas muss es ja anfangen. Ich weiß noch nicht, wie viele wir brauchen davon. Aber ich habe die übrigens auch deswegen in die Erde reingelassen, weil die Zombies unterwandern, ja. So wie ich das jetzt gelesen habe von euch. Und dann ist es doch, glaube ich, gescheiter, wenn sie hier an so einem Stein rumhauen wie in Erde, oder? So, deswegen habe ich praktisch gedacht, ich fundamentiere das Ding so ein bisschen ein hier. Aber jetzt lerne ich gerade, dass das alles sehr teuer ist. So, das ist praktisch die untere Ebene. Und diesen Block, den ich jetzt setze, ja, der da, das ist eigentlich erst Teil 1 der Mauer. Und später, wenn wir das natürlich komplett aufwerten, dass das richtig stabil und stark ist, dass sie ewig brauchen, durch die Mauer durchzubrechen. Ja, komm, wir machen jetzt die Folge noch bis 22 Uhr. Dann sortiere ich ein ganz kleines bisschen Loot aus. Ich nehme euch natürlich in der Nacht mit rein, soweit ich was vorbereite. So dass wir dann bei Tag 14 morgen noch schon ein bisschen was machen können. So, und das ist praktisch der zweite Mauerteil jetzt hier, der drauf kommt, ne? Und davor setze ich dann Spikes, die wir allerdings nur für diese eine Hordenacht jetzt setzen. Es wird nämlich der Graben dann erweitert. Da wird hier neben der Mauer praktisch eins tief. Spikes, nochmal eins tief Spikes und dann wieder eins hoch Spikes, ne? Und das schaffe ich jetzt zeitlich halt nicht mehr. Aber vor der dritten Hordenacht ist es drin. Und ja, werden wir es wahrscheinlich dann auch schon brauchen. Ich denke mal, die nächste, die kriegen wir noch glimpflich. Geil, guck dir das an. Geschwind mal 190 Blöcke verbaut, aber man sieht auch ein bisschen was am Ergebnis, ne? Egal, ich ziehe die jetzt durch noch. Ich weiß, dass das jetzt im Moment wirklich vorbereitend ist halt, ne? Die werden da ein paar Mal reinschlagen, wenn es genug sind. Dann werden die da schon durchbrechen. Deswegen auch Fluchtweg schon mal angelegt. Später möchte ich auch eine kleine Brücke haben rüber, dass man sowohl unterirdisch als auch oberirdisch flüchten können. Je nachdem, was die Situation einem gerade abverlangt, ne? Oh, das wäre cool, wenn das reichen wird. Und die Mauer schütze ich jetzt praktisch durch zwei Spike-Reihen dann für die nächste Hordenacht. Und beim nächsten Mal wird die Mauer schon aufgewertet hier sein und schon ein bisschen selber Schutz bringen. So, ich muss jetzt nur gucken, wie ich es da vorne dann nachher mache mit dem Zumachen. Kann sein, dass ich mich einmauere für die Nacht. So, guck dir das an. Und da kommt jetzt nochmal eins drauf, ne?
Da kommt jetzt noch mal eins drauf. Oh, ich bin wieder an meinem Zaun hängen geblieben, an meinem eigenen. So, die Höhe wird es dann insgesamt haben. Muss ich noch mal Cobblestone herstellen heute Nacht? Ja, das kann ich ja alles parallel durchlaufen lassen. So. Ja, das war's. Die komplette Mauer wird so sein. So, da kommst du als Zombie und wirst natürlich hier dagegen hauen. Aber, pass mal auf. Spike. Lass mal kurz. Einfach mal die machen wir jetzt mal kurz. Wir haben Kaffee gepflanzt. Wir haben dieses Turret. Da muss ich mal gucken jetzt. Da muss ich mal gucken. Es gibt nämlich Turret-Munition, ne? Lass mich mal kurz gucken. Turret. Junk Turret Ammo. Ich baue mal eine. Sehr, sehr interessant alles, was wir alles machen. Guck mal hier. Storage Pack Mod. Plus 3. Oh, die müssen wir auf jeden Fall heute Nacht installieren. Die müssen wir, ach, da können wir mehr tragen. Geile Geschichte, habe ich vorhin gar nicht gesehen gleich. So, für die heutige Nacht, also für die Nacht 14, kommen sie jetzt hier davor. Für später, wenn wir soweit sind, wird hier der Graben natürlich erweitert, ne? Jetzt erstmal hier eins tief. Also jetzt mal rein, so ganz grob von der Vorstellung her. Haben wir noch Zeit? Ja, gleich. Also, hier. Und hier kommt ein Spike hin, ja? Das werden wir außen rumziehen. Und später dann, wenn ich jetzt praktisch wieder an der Defense hier arbeite, dann werden wir da praktisch davor nochmal tiefer schlagen. Ich zeige es euch kurz, wie ich es mir vorstelle. Dann können wir uns natürlich hier auch austauschen, wie sinnvoll oder unsinnvoll das ist. So, und dann kommt hier der Block vor dem Spike noch raus. Ja, genauso wie der da. Naja, dann geht es natürlich da vorne weiter. Das kostet jetzt nur mehr Zeit, als ich gerade im Moment noch zur Verfügung habe, ne? So, da käme dann praktisch der hin. Und unten hier der nächste. Verstehst du? So, und dann kommst du als Zombie, dann kommt hier nachher nochmal ein Gefälle, aber nur eins hoch. Und dann flatschen die mir hier normalerweise rein. Und dann fangen sie erst an, an der Mauer rumzukaspern. Das sollte eigentlich genug Zeit verschaffen, dass wir hier Herr der Lage werden. So, 21.45 Uhr. Wir sind sowieso überlastet. Wir haben alles Mögliche an Mats eingesammelt. Wir haben Loot. Wir haben in der Nacht was zu tun. Wir sollten nur nicht mehr springen, wenn ich am Stacheldraht stehe. Die Mauer beginnt zu wachsen. Die Spikes, die werden wir morgen früh fertig haben. Dann setzen wir die bei Tag 14 außen rum, zwei rein. Dann setze ich mir hier noch eine Tür rein, verstärke die ein bisschen. Und dann lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Natürlich noch Munition herstellen für die Armbrust, Maschinenpistölchen und Handfeuerwaffe haben wir ja auch schon. Die werde ich natürlich ausrüsten zur Horde Nacht. Und dann schauen wir mal, was geht. Hat mich schon mal gefreut, dass ihr dabei gewesen seid heute. Herzlichen Dank. Gehen wir in die nächste Runde rüber. Und ich nehme an, zum Mittwoch wird Horde Nacht sein. Zum Bergfest. So muss es sein. Bis morgen, meine Lieben.